Hallo und herzlich willkommen zurück. Unser Lager wird gerade angegriffen und ich habe gerade den Hustenanfall meines Lebens. Ja, hier die meisten waren hier bei dem. Ich weiß aber nicht, ob es alle waren, weil guck mal, ob da bei uns noch was ist. Ja, da ist einer, der ist vor dem Boss, aber irgendwie so auf halber. Also ungefähr da, wo ich mein privat meinen. Nee, Moment, der ist rechts den Hügel hoch. Da, wo die Affen ungefähr waren, da wird er mir angezeigt. Ja, der haut ab gerade, das ist dann die, die weggehen. Aber warum ist hier so wenig Eisen? Das ist irgendwie immer so total wenig. Oder hast du das geholt eben? Nee. Was mir aber aufgefallen ist, auf dem Privaten, die haben das nicht weitergemacht, bis ich reinkam. Aber ja, das ist anscheinend auch nicht respawnt in der Zeit. Nee, das respawnt ja auch nicht. Das ist der eingefroren, der Stand. Ja, sicher, dass der abhaut. Ich kann hier nur sehen Danger. Oder ist das beim anderen Lager? Ja, nee, du bist gerade beim Lager. Alle Gegner zurückgeschlagen. Ja. Ah ja, jetzt ist er weg. Oh, ich bin hier reingekommen, wollte gerade aufnehmen, da kriege ich den Hustenanfall des Todes. Und konnte nicht anmoderieren. Oh, hier ist ein hübscher Metallhelm, den nehme ich mir jetzt. Warum friere ich hier jetzt? Weil es Nachtkälte ist. Ich habe auch vergessen, das andere wieder anzuziehen. Ach, weil ich die Hitzerüstung anhab. Oh. Ja, wieso macht er das jetzt nicht? Hallo? Oh, man wird immer wieder morgens geweckt, wenn die hier alle wie die Bekloppten auf einmal rumbrüllen und da umherlaufen. Kann ich jetzt Elektrizität bauen? Nein, mir fehlen noch 9 Barren. Ich wollte gerade sagen, wolltest du Metallbarren nutzen, weil ich wollte sonst die Gigasphären machen? Nee, ich wollte nur Metallbarren nutzen, ja. Das wäre jetzt gut, wenn wir... Also 40 brauchst du, oder wie? Nee, ich brauche 50. Mir fehlen noch 10. Ja, dann fehlen dir aber mehr. Dann fehlen dir noch 18. Nein, 40 haben wir hier drin. Ach so, dann hast du bei dir noch was drin wahrscheinlich. Ja, nee, ich habe gerade welche hier reingetan. Alles gut, Leute, alles gut. Und die machen hier gerade, also der, wir müssten mal einen zweiten Schmiedeofen haben. Die macht gerade 34, weil ein Ofen ist ein bisschen wenig, also. Warum laufen die jetzt alle hier? Ach so, du musst jetzt übrigens mit V anheben, ne? Nicht mehr mit F. Das ist zumindest schon mal was Positives. Warum das? Hä? Ja, weil sich viele wohl beschwert haben, dass man ja alles mit F machen muss, standardmäßig. Und dann dieses Aufheben immer dazwischen kam. Das hat mich auch total genervt teilweise. Hallo? Ich habe V gedrückt. Wäre schön, wenn du da mitkommen würdest. Achso, kann ich mir jetzt eigentlich... Ich kann mir doch die Laterne kann ich mir craften, oder? Wenn ich du die Teile genau. hast, ja. Ich hatte ja extra welche reingelegt, weil ich die ja für dich machen wollte. Also da kann ich sie nicht machen. Muss man die an die besseren Werkbank machen, ne? Dann werde ich dich jetzt hauen, dann werde ich die ganze Zeit mit Pass dem... Pass auf, nicht, dass wieso kann ich dich schlagen? Ich wollte gerade sagen, nein, du hast das Ding geschlagen gerade. Oh ja, müsste ich mal reparieren wieder. Deswegen, ist die fertig? Ja, ja, die geht schnell. Ja, dein Ei ist übrigens auch fertig, ne? Was muss ich damit machen? Wo ist die? Die hängt einfach bei dir dran. Also siehst die jetzt nicht, aber wenn es dunkler wird, dann hängt die so unten rechts bei dir dran. Und die geht automatisch an. Verbraucht sich wohl auch nicht. Hier, dein Ei, dein Ei. Dein Ei, dein Ei, dein Ei. Ei. Aber da wird wahrscheinlich irgendwas, was du schon hast oder so rauskommen. Ein Kapiti hat das Licht der Welt erblickt. Willst du da noch was reintun oder soll ich jetzt da was reinsetzen? Ja, mach du da was rein. Du bist ja irgendwie so... Ja, hallo, ich muss auch irgendwie ein bisschen leerer werden hier. Ich habe hier zwei... Warte mal, welche habe ich dir? Habe ich dir die auch da reingetan? Ja, du hast die kleinen... Dann mache ich dir eins von den kleinen rein. Oh, die ist auch wieder nur 5 Minuten. Oh, ich brauche noch eine Stunde. Musst du denn sonst... Achso, ich wollte noch mal gucken, ob ich hier noch mal eben was erhöhen kann. Ja, mein Fanggeschick kann ich noch mal erhöhen. Sehr schön. Meine ich doch, dass ich da nämlich nur noch eins für gebraucht habe. Pals verstärken. Der hat plus 12. Ich habe übrigens festgestellt, dass man immer draufdrücken und wieder rausdrücken muss. Das ist total umständlich. Achso, der hat natürlich nichts. Der hat plus 18. Den weiß ich gar nicht, warum ich den eigentlich dabei habe, weil ich den so nie benutze. ja, den könnte ich mal benutzen, weil ich laufe ja auch hin und wieder mal mit dem rum.
Andererseits, ja, das meine ich nämlich. 12, der braucht jetzt eins von denen und der braucht noch... Gut, dann machen wir das doch erstmal. Ich weiß auch nicht, warum da immer steht, Fanggeschick erhöhen, keine Ahnung. Die haben das irgendwie vom Text her falsch. Hier, und Fanggeschick erhöhen, ist natürlich Blödsinn, wenn man Angriff erhöht. So, der hat jetzt... Achso, dann muss ich wieder raus. Und der hat jetzt auch 12. Was mache ich denn hier? Am besten mache ich hier mal... Achso, da brauche ich die normalen für. Die Verteidigung mal ein bisschen höher und LP ist mal ein bisschen höher. Könnte ich eigentlich... Weil mit dem bin ich eigentlich oft unterwegs, muss ich sagen. Machen wir beides nochmal. Dann machen wir das nochmal höher. Zack. Und dann kriege ich die totale Krise. Warum? Weil er irgendwann so stark ist, dass der mir alles one-shottet wahrscheinlich. So, der raus. Den benutze... Ach, Moment. Den benutze ich auch. Ich brauche unbedingt eine private Kiste noch. So eine Scheiße. Das ist so wenig Platz, ey. Meinst du noch eine? Ja, da geht nichts rein in die Kisten. Ja, ich will ja eigentlich darauf hinarbeiten, dass wir eine dritte Base machen können. Die würde ich dann wirklich allerdings mit Steinboden von Anfang an so aufbauen, wie ich das heute gerne hätte. Ich meine, das war ja... der sieht ziemlich aus. Warum hast du Metallbarren verwendet? Ich habe keine Metallbarren. So, oder, ja, oder warte mal, oder hat die Dings... Hast du Sphären gemacht? Ja. Nee, hat die eine... Die tragbare Laterne hat 20 Metallbarren gekostet. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, du hast gesagt, ich soll die machen. Aber wir kommen so in der Quest auch nicht weiter, wenn wir das immer so machen. Das Fließ... Aber wie sollen wir hier das Fließband eigentlich hinstellen? Für das brauchst du 100 Metallbarren. Wir kriegen ja so schon kaum welche zusammen. Ja, aber wo willst du das hinstellen? Das können wir eigentlich nur oben auf dem Dach draufsetzen. Oder vielleicht hier noch so einen Vorbau machen. Aber dann hast du das natürlich... Das Fließband ist dann... Wenn ich schießen, wird als erstes angegriffen, ne? Ja. Also, was wir machen könnten, das ganze Haus hier so ein bisschen überdachen und dann wirklich, eine Treppe halt nach oben. Es ist aber unheimlich schwer, eine Treppe zu bauen, ist mir aufgefallen, privat, weil du dann irgendwie immer so Unterstützung darunter bauen musst, damit der das überhaupt annimmt. Das ist total dämlich gemacht. Leute, weil die scheiß Kuh jetzt hier steht, oder was? Kann doch nicht sein. Hä? Ich werde das nie verstehen, warum dieser Mist hier nicht funktioniert. Also das mit dem Anbauen ist wirklich schwierig. Gut, jetzt hier ist eine Treppe. Oh, das wollte ich... Oh Mann. Moment, warum habe ich denn jetzt überhaupt... Ich wollte eigentlich nicht das, ich wollte das Holzdach. Aber das Holzdach kannst du auch nicht hier hinbauen. Oh, wie blöd ist das denn bitte gemacht? Das heißt, ich muss jetzt die Treppe wegmachen, um das Moment, wir probieren das mal aus. So, um das Fundament zu bauen, um was darunter zu stellen, um hier eine Brücke hochzubauen. Das ist... Ah, Gott. Nee, und die Brücke, die kann ich nicht bauen, warum auch immer. Weil jetzt da der Baum steht, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Nee, wenn ich jetzt aber... ich hab total... Egal. Wenn ich nah genug rangehe, kann ich es plötzlich bauen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ihr seid alle total bescheuert hier. So. Okay, machen wir das mal. Achso, ich habe vergessen. Das wollte ich doch mehrfach bauen. Zack. Und. Zack. Ich hab jetzt rum. Das Problem ist nur, dass das wahrscheinlich immer noch nicht ausreichen wird. So. Na? Okay. Soll ich jetzt denn. Ich mache jetzt erstmal einmal den Generator, damit wir hier weiterkommen, ne? Aber wo baue ich den hin? Der Generator ist nicht so groß, aber die Fließbänder stellen wir hier oben aufs Dach drauf. Ja, aber wenn die das abfackeln, ist das alles kaputt, ne? Das sage ich nur. Ja, und was sollen wir denn machen? Wir haben hier keinen Platz. Weißt du, wie lang die Fließbänder sind? Ich habe sie schon gebaut. Okay. Die sind scheiß lang. Also die sind...
Ich glaube, noch länger, als hier dieser Stall breit ist. Das ist wirklich, das ist abartig. Hier, der Generator, der ist ja... Warum auch immer du den Generator neben die Weide stellst, damit die nochmal einen Stromschlag kriegen und schneller dann weiden oder was? Weil da immer der Typ hingeht. Nee, da geht immer dieser Typ hin. Wie heißt der noch? Der Weidetyp. Der, was für ein Weidetyp? Keiner von den Weidetypen macht... Wir haben gar keinen mit Elektro drin, glaube ich, jetzt. Doch, aktuell, ja, ne? Du musst dir so ein Elektroviech hinstellen. Ja, aber erst, wenn die nächste, wenn das nächste Level kommt. Vorher braucht man das gar nicht zu machen. Wenn der Fließband kommt, musst du das machen. Ja, das Fließband ist aber oben. Warum willst du einen Elektrotypen fürs Fließband? Nein, für die Stromerzeugung brauchst du einen Elektrotyp, damit ihr... Machst du da? Ich habe hier erstmal ein bisschen freigeräumt. Och, willst du mich? Geh da weg, du blödes Vieh. Ich räume doch hier nicht extra frei, damit dieses blöde Viech von dir dann dahin fliegt und ich da nichts machen kann. So, jetzt ist mir jetzt scheißegal. Ich mache jetzt das Ding hier rein. Ist ja, die ziehen das ja von überall raus. Wo habe ich den Stoff denn jetzt auf einmal her? Entschuldigung, Leute, ich muss mal kurz durch das Feld durch. Hallo, wo ist denn Herr und Frau von und zu, die hier kühlen sollen? Warum bewässerst du da hinten? Du sollst kühlen. Komm her. Du warst, glaube ich, gerade am Schlafen. Kann das, obwohl, am Schlafen nicht, der stand ja hier. Aber dem Pal diese Arbeit zu werfen, genau. So, jetzt schön kühlen und nicht wieder abhauen hier, ja? So, wir wollen eigentlich... Oh, dein Ei ist, glaube ich, fertig, ne? Dein Ei ist fertig. Bei mir ist etwas kühl. Wieso ist bei mir etwas kühl? Weil das Lagerfeuer daneben steht, oder was? Willst du mich veräppeln? Das bringt gar nicht auf beiden Seiten was. Immer die Türen offen lassen hier. Das ist echt... Ich hau dich. So. Da, jetzt nimm endlich dein blödes Ei da raus. Das ist ja lila. Igitt. Was wird da denn raus? Ja, natürlich ein Mepaka, so ein billiges Ding. Kann ich jetzt mal was Vernünftiges Ei reinmachen? Warte mal. Ja, dann mach du mal eins rein. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich mach jetzt ein heißes Ei rein, weil ich so ein heißer Typ bin. Und wir haben aber, wir kriegen jetzt, wenn ich beide, ich habe zwei Öfen hier laufen. Beide machen 50 Barren, das heißt, wir hätten 100 Barren dann. Aber die sind so lahm hier. Alter! Wollen die mich veräppeln? Ach so, du musst dieses Hack... Klotz hin, den Hackklotz mussten sie hinmachen. Was für ein Level hast du halt nicht? Normalerweise steht das oben. 27. Link. Ach, deshalb, ich habe 29. Dann kannst du den Hackklotz doch gar nicht bauen. Was kostet der nochmal? Vom Hackklotz steht da auch nirgendwo was. Meinst Mann, du den, womit du die Pals klein machst oder was? Nein, es gibt einen Hackklotz, damit kannst du, hör auf, kann im Lager aufgestellt werden, das ist auch wieder passiv nur. Erhöht das Arbeitstempo beim Holzfällen mehrere aufzustellen. Ach so, sowas keinen. Meinst du. Ja. Und nee, da habe ich bis zum Silo freigeschaltet. Ja, aber das Silo hast du auch nicht aufgebaut. Weil wir noch keine Materialien haben vielleicht? Ja, ich habe hier alles reingemacht und du machst nichts. Ich bin hier gerade Eisen am Holen, dankeschön. Wir haben keinen Wassertyp. Warum haben wir nur so einen so Wassertyp? Wir haben zwei Wassertypen. Einer, der ja, aber kühlt, du hast viel aber viele den Felder. Darf man da nicht wegmachen. Und einer, der, den kann ich aber, glaube ich, theoretisch austauschen gegen einen, der besser ist beim Wasser. Der macht das schneller. Ich meine, da habe ich noch einen. Muss ich gleich mal eben gucken, weil wir haben, glaube ich, noch den Pinguin da, ne? Ja, aber wir brauchen wir zwei, die Holz hatten? Weil wir haben 3800 Holz. Oh, lass mich mal in Ruhe. Wir hatten gerade drei Leute. Hatten gerade Holz. So. Ist auch also, die sind alle im Gehege. Den Affen kann man theoretisch wegnehmen, aber der soll auch kein Holz hacken, der soll was anderes eigentlich machen. Kann ich den Affen mal tauschen gegen einen Wasser? Nee, du kannst gar nichts tauschen. Wir haben einen für die Steine, einen für die Kühlung, einen Holzfäller. Ach, ist der Dino auch am Holzfällen jetzt? Ja. Weil er eigentlich die Saat immer macht. Oh, aber nicht. Warte mal, habe ich denn auf dem hier keinen besseren... Ich habe doch...
Nee. Ach, ich hätte da eben noch einen fangen sollen. Mist. Dann hätten wir nämlich einen von den Fuchsparks austauschen können gegen so einen Asox. Ich habe nämlich jetzt gar keinen davon gefangen. Nur den, den ich dabei habe im Team. Ach so, soll ich einen Fox austauschen? Ja, warte mal, ich... Nee, dann tu mal einen raus. 20. Warte mal, hart im Nehmen. Angriff. Ja, ich mach mal den Angriffsstrategen, mach ich mal raus. Warte, dann mach ich den rein bei mir, von mir. Asox waren das, oder was? Die müssten ja... Wo sind die in der Liste? Ganz vorne wahrscheinlich, ne? Da, wo du die gefangen hast. Also relativ weit hinten sollten jetzt sein. Nein, ich hab doch sortiert alles neu. Ja, wie sehen die aus? Ach so. Nach Level kannst du es auch, nach Element. Ah, ich habe gefunden. Habe ich gefunden. Level 12, der macht Feuer und Holz. Stein. Ich mach mal den da raus. Wo ist er? Du sollst gar keinen raus machen, du sollst ihn nur einsetzen. Ja, hier hin zu dem, ne? Ja, ja, aber keinen rausnehmen. Ich hatte ja extra schon einen rausgenommen. Der macht Kühlung. Das sind die... Ach so, nee, wir haben keinen Pinguin mehr drin. Wir haben jetzt den Nessie da drin, weil der Nessie nur bewässert. Deswegen habe ich den reingemacht. Ja, ich bräuchte noch einen, der nur bewässert. Nur bewässern wirst du nicht finden. Das Problem ist, die Mühle wird nicht betrieben, weil der nur am Bewässern der Felder ist. Aber warte mal, den Tiefhand, der ist auch nur am Bewässern. Jetzt ist die große Frage, der ist Holzfäller, der ist nur Holzfäller. Haben wir noch einen, der die Samen... Ach ja, der macht die Samen normalerweise. Na gut, der ist jetzt Holz... Ne, das sind beide Holzfäller 2. Sonst muss ich den Dino rausnehmen. Und den hatte ich denn jetzt gerade? Aber ich finde das scheiße, dass man so praktisch die Pals tauschen kann, dass dann andere dann deine Pals hat. Das ist doch scheiße. Ja gut, innerhalb der Gilde, aber es ist trotzdem blöd. Nein, das finde ich scheiße. Okay. Ja, normal müsste da stehen, das ist der Pal von dem und dem. Und... Klar, dass man die mal rausnehmen kann, oder das ist ja okay, aber wenn du den jetzt zu dir nimmst, dann ist er für mich weg. Ich weiß. Also. So, der ist jetzt... Jetzt sind die beiden hier vorne am Bewässern, das wollte ich aber auch nicht. Anheben. Es ist schön, dass du das machst, aber das solltest du nicht. Zerkleinerer, ne? Oder was soll... Ja, ja. Da habe ich Fasern dort reingemacht, aber das sind... Die machen ja nicht. Ja, genau. Jetzt, das soll er machen, ja. Ja, eigentlich soll man die... Achso, doch, der ist am Arbeiten. Das sah jetzt so komisch aus, weil der da... eigentlich soll man die zuweisen und soll das jetzt auch besser funktionieren. Aber es kann schon mal so ein bisschen verbuggt sein, haben sie noch geschrieben. Mhm. Ich weiß nur nicht, was hast du... Da hinten ist doch das Gleiche, oder nicht? Hier ist... Wieso stehen hier zwei? Ja, wieso stehen hier zwei von den Mühlen? Nein, das sind nicht zwei Mühlen. Was soll das denn sonst sein? Wo denn? Das hier ist eine Mühle? Das ist die, die von Anfang an da stand? Nein, die ist für Weizen nur. Die kannst du nur Weizen machen. Und das ist die Mühle für Stein und... Ach so, Tatsache. Hä, warum sehen die denn... Nee, die sehen auch nicht gleich aus. Ja, ja, ja. Okay. Aber hast du hier nochmal welche reingemacht? Weil die sollten wir nämlich auch mal... Dass wir da immer genug von haben. So, können sie später drum kümmern. Wir sollten aber die Nacht nochmal eben überspringen. Der Tiefhand ist wach, der macht dir die ganzen Betten nass. Gott. Sah ein bisschen blöd aus, weil das da hinten so ein bisschen drüber guckte. Und nein, du musst nicht unbedingt auf die andere Seite. Ach, dann leck mich doch mal. Aber hier, das guckt drüber. Ja, ich weiß. Ich habe das jetzt zweimal neu gebaut. Ja, aber es guckt über den Rand hier. Ja, ich sehe es. Und wir müssen ja noch Platz haben, daneben auch nochmal so ein Fließband zu machen. Für die Waffen war es, glaube ich. Und das wird hier oben halt schon eng. Das ist ja das Blöde. Machst du die Tore unten dann nochmal? Nee. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass die einfach weggespawnt sind. Nein, weil die sind nicht... Das kann doch nicht sein. Also es hat ja keiner angegriffen, außer wo du halt hier warst, wo du abgewehrt hast. Aber das hast du ja gesehen, von wo die gekommen sind.
Ja, habt ihr alle gut gemacht. Habt ihr fein gemacht. Oh, ich kann erweitern. Wenn ich es finde. Hier. Zack. So, das meine ich mit Waffen, Fließband, Werk, die luxuriöse Quelle. Ach, danach kamen dann die großen Betten auch von den Pals. Dafür haben wir überhaupt gar keinen Platz hier drin. Ach so, ist noch ein Platz frei, ne? Dann lasse ich uns mal ein bisschen Honig machen auch, oder? Honig? Wofür? Zum Kuchen machen zum Beispiel brauchst du das. Aber den Stromtyp brauchen wir. Ja, ein Kuchen ist auch nicht gerade unwichtig, wenn du was brauchst. Ja, dann mach das. Dann mach. Festungskommandant. Was ist das denn? Plus 10%. Okay. Aber dann setzen wir den da rein. Cool. Du kleiner Penner! Der hat keine Lust da drauf. Der haut einfach wieder ab. Ja, der Blaue hat da auch keinen Bock. Also. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Arbeitsmoral unter den Pals, ne? Also die ist wirklich... Ja, ja. Dich soll ich jetzt dafür loben, dass du hier die ganze Zeit die Felder am Bewässern bist? Und du machst hier nichts. Du bist hier einfach faul am Rumfaulenzen hier im... Da muss ich mal ein Bild von machen. Auch jetzt stand da was mit Beere. Ich will immer noch einen Fotomodus haben. Ich vermisse das so unheimlich. Bitte, liebe Macher von diesem Spiel, wenn ihr mir jemals zuschauen solltet, ich glaube es zwar nicht, aber wenn ihr mir jemals zuschauen solltet, bitte fügt endlich einen Fotomodus ein. Oder zumindest eine Taste, dass man die AI komplett wegmachen kann und einen Screenshot machen kann. Das reicht mir auch schon. So viele Leute werden sich darüber freuen. Gut 80% davon sind mindestens weiblich. Aber trotzdem, wir werden uns alle darüber freuen. Vielen Dank. Schon im Voraus. Was machst du denn hier? Wollten wir nicht eigentlich unterwegs sein? Er meditiert noch. Okay. Achso, du hast ja noch ein neues Ei reingetan hier. Was auch schon wieder ausgebrütet ist. Was ausgebrütet ist. Was ausgebrütet ist. Na? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen, was es war. Ich hau dich. Ah, habe ich nicht gesehen. Du bist so ein blöder Penner. Soll ich dir noch eins reinmachen, oder? Ja, mach mal. Kriegst du es mal. Es war eine Katze. Eine Mau. Wasserding. Eine Mau. Was? Eine Mau. Ach, so eine Kleopatra hier? Ja. Ah, cool. Sieht voll dämlich aus. Eigentlich wollte ich das auch komplett anders haben, aber diese Base ist sowas von mini klein im Vergleich. Also bei der anderen konntest du alles schön nebeneinander bauen. Auch die Fließbänder gerade noch. Und die Zuchtstation. Ja gut, die haben wir da hinten natürlich jetzt auch. Warte hier. Bist du das oder ist hier ein Shiny? Können wir jetzt los? Wo bist du denn? Hör mal ruhig. Nee, ich glaube, das ist nur meiner. Du hörst auch nichts, ne? Nee. Dann ist das hier der Eistyp wahrscheinlich, der sich so anhört. Sollen wir jetzt da wieder hingehen, wo wir eben weggegangen sind? Ja, ja, das ist der Eistyp. Hallo? Das heißt, wo gehen wir dann hin? Das ist da oben. Was ist das da nicht? Also, ich würde ja sagen, wir machen Quivern. Sollen wir Quivern den Boss mal machen? Ach so, den Eisding da. Na, ist kein Eisding. Ja, das ist der, den wir hier haben, meine ich. Den auf dem Wasser müssten wir auch mal machen, übrigens. Ja, wo du gesagt hast, privat hast du den nicht gefunden oder so. Doch, den hatte ich dann. Ich finde das hier total schön. Ich liebe diese Bambus, ne? Ich stehe auf alles, was so japanisch ist. Kann man die eigentlich abfolzen? Nee, nee. Hä, was war das? Das ist mein Flieger. Hier ist doch direkt bei der. Ich flieg. Wo ist er denn? Hier, bei der Figur hier, komm hier mit. Ist der nicht hier im Kreis? Ja, da. Nee, aber der Kreis hier. Nee, ich meine, der ist hier im Kreis, den muss man nur aktivieren. Oh, ja, die Wölfe greifen uns wahrscheinlich dann auch an. Warte. Ja, aber der ist unten drin. Nein, der ist unten drin, komm.
Ist der nicht hier oben? Nein. Eins, zwei, drei. Hallo? 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 Dann muss ich mal eben den umstellen. So, dann nehme ich auch den, nämlich. Hallo, aber der Süße. Sieht aber niedlich. Du bist die sieht aber niedlich aus. Die hätte ich gerne, die finde ich geil. Ich auch. Achso, ich habe die Handschuhe nicht gemacht. Erinnere mich mal dran, dass ich für Joltok die Handschuhe mal mache. Aua. Denk dran, dass du die rausnimmst. Ja, obwohl andererseits, wir wollen ihn ja nur töten. Hä, was ist das? Oh. Der fällt Schaden. Keine Ahnung, ich stehe hier die ganze Zeit so, dass der mich nicht treffen kann. Aber unsere habe ich das Gefühl, die treffen mich hier die ganze Zeit. Ja, hallo? Nicht vor mir rum. Ja, ich kriege hier so eine folgende. Ah, das ist geil, der Schaden. Hä, ich habe keinen. Oh, ich habe keinen. Hä, habe ich keinen. Was denn? Ja, meine Waffe geht nicht mehr. Hallo? Wieso kann ich nichts machen? Leute, jetzt. Ich hab so ein ganz komisches Geräusch hier die ganze Zeit. Ist ja alles eingesammelt. Jetzt wahrscheinlich die ganzen nicht mehr. Tollen Teile hast du eingesammelt. Nee, ich hab. Achso, doch. Hä? Ich hab nichts gekriegt und ich hab keine Munition mehr, so eine Scheiße. Ich muss doch mal zurück. Warum habe ich keine Pistole? Ich hatte noch so viel zu nehmen. Also seltene Federn 12 waren dabei, hochwertiges Palöl 9 war dabei. Ja gut, ich habe jetzt auch die antiken Bauteile natürlich aus Versehen mit eingesammelt, aber sonst ist... Oder habe ich noch Schlüssel dazu bekommen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich die schon hatte, aber ich glaube nicht so viel, wenn... Hast du toll gemacht, Jutta, komm her. Komm zurück. Du bist wieder rausgegangen, oder? Soweit ich weiß, meine ich, kannst du... Nein, ich will nicht in den... Hallo? Ich will den rausholen. Scheiße. Was ist denn da schon wieder los? Da hinten. Wo hinten? Du hast mich ja mit denen allein gelassen, die du angegriffen hast. Nein, hab ich gar nicht. Das sehe ich. Kennst mich mehr. Komm schon. Oh, komm. Ich brauch den Bo. Oh, dieses scheiß Vieh. Kann das auch mal stehen bleiben, dass man das mal anvisieren kann? Ich finde die ja cool. Ich weiß ja nicht, ob die den Bug rausgemacht haben, dass man in der Welt da durchbackt. Das habe ich ja schon mal so schön eindrucksvoll, glaube ich, auch im Video gezeigt. Oh, Leute. Das ist... Manchmal ist es lächerlich, weil du kannst halt nicht mehr Schaden machen, weil du den sonst töten würdest. Wieso ist meine Rüstung wieder... Wieso ist meine Rüstung beschädigt? Die war doch heile. Aber ich verstehe es auch nicht. Sobald du nicht mehr hier bist, machen die hier nicht mehr weiter. Och, wir haben keine Barren. Ja, weil das auch so eine Ladegeschichte ist wahrscheinlich. Das ist ja kein Server, wo... Ja, aber das ist doch bescheuert dann. Ich meine, klar, dass, wenn die einen dazu bringen wollen, indirekt einen Server zu holen, das ohne kann Metall ich können wir nichts machen. Ey. Ich kann nichts. Wir haben kein. Ja, Erz bringe ich gleich mit. Ja, aber das Erz ist da oben, da passiert auch nichts. Die farmen überhaupt nicht richtig da. Nur wenn du dahin bist, wenn du dort bist, dann machen sie was. Weißt du, wie die Digger auf dem Server abgehen? Da hast du innerhalb von kürzester Zeit. Probleme, das zu transportieren. Ja, ich war aufgrund dessen echt am Überlegen, ob ich nicht... Aber das Problem ist halt auch, du wirst dann auch angegriffen zusätzlich noch, ne? Nein, du wirst nicht angegriffen, wenn du nicht drauf bist auf dem Server. Und du hast gesagt, der läuft weiter dann. Na, ja, er läuft weiter, aber die Angriffe kommen nur, wenn einer da ist. Ach so, nee, das Problem war immer, wenn ich auf den Server draufgegangen bin, wurde ich direkt angegriffen, das war's. Und ja, das ist natürlich ist blöd, klar. Wenn du mal eben kurz reingehst aber nein, und dann das ist aber, was machen ist mir willst. Heute jetzt auch nicht passiert. Erst als ich eine Stunde da drin war, kam der erste Angriff. Also es ist auch random eher so ein...
Nee, ich hatte für dich ein Ei reingetan. Nee, du hast irgendwas da. Was auch gemacht. Schon wieder ausgebrütet ist. Das kannst du auch noch kurz machen. Nein, ich brenne gerade. Oh, scheiße, nicht hin zum Holz gehen. Eieiei. Aua. 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 Du könntest natürlich einfach Aua. Ins Wasser springen, was neben uns ist, aber kannst natürlich auch rumlaufen. Das ist so scheiße. Ja, deswegen gehe ich auch mal von der Seite hier ran. Warum hast du die auch nicht dahinter gemacht, die Feuer? Weil du das davor gemacht hast, was du mir gesagt hast. Das ist nur zum Manta. Manta rochen. Ja, den hat man schon, ne? Ja. Du hast den Zement immer noch nicht irgendwo hingetan. So. So. Ich würde sagen, wir warten mal ein bisschen ab, bis das Ei von mir noch gemacht ist und dann vielleicht die Hühnereier da sind. Die brauche ich nämlich ganz, ganz dringend. Wieso bist du hier draußen unterwegs, Junge? Da sind aber immer noch keine Eier drin. Ich habe gedacht, vielleicht haben sie so weggedingst. Dann kann ich nämlich noch mal kurz was machen und dann hoffe ich, dass wir genug Eier haben, dass ich das vielleicht auch noch mal kurz zeigen kann und zeigen kann, was aus dem einen Ei rausgekommen ist. So, wir haben jetzt endlich mal die Eier zusammen. Das heißt, wir können diese Torte herstellen. Ihr seht schon, da braucht man ziemlich viele Sachen und auch Honig. Wir haben ja noch einen, der Honig produzieren kann, nämlich diese Bienen. Die Torte an sich dauert übrigens ziemlich lange. Also ich habe da schon Punkte drin, dass das eigentlich schneller geht. Aber wie ihr seht, sogar mit Unterstützung hier von dem, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, Asox, dauert es wirklich wahnsinnig lange. Ich lasse den mal machen, der wird wahrscheinlich gleich irgendwann wieder abbrechen. Aber in der Zeit müsste theoretisch, ja, müsste das Ei ausgebrütet sein. Deins ist übrigens, deins ist in 18 Minuten. Dann schauen wir hier nochmal ganz schnell, was dabei rausgekommen ist, beziehungsweise rauskommt. Ein Relaxus. Was kann denn der? Ich weiß es gar nicht mehr. War das nicht... Ja, ist ja ein Drache, ne? Wieso kann ich die ganze Zeit meine eigene Box hier nicht anvisieren? Hier, der kann bewässern zwei. Oh, oh. Weg mit dir. Der ist aber leider, hat er noch was... Guck mal, der ist nur ein bisschen größer. Es tut mir leid, aber er bewässert hier. Guck mal. Guck nicht. Ja, guck. Ach du Scheiße. Ist leider ein bisschen größer. Hast du gut gemacht. Aber der sabbert total. Ja, der braucht, glaube ich, auch ein bisschen mehr zu fressen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist, wir müssen später große Betten bauen. Die sind ungefähr so groß wie hier diese Quelle. Und das finde ich am besten für jedes der Prals. Also wenn wir das nicht hinkriegen bauen können. Ich habe nachgeguckt, die musst du nicht bauen. Ja, einmal auf. Für die Erweiterung braucht man zwei Stück davon. Zwei Stück, glaube ich, war es. Und die sind natürlich besser auch für die Großen, weil die kommen mit den Kleinen nicht so gut zurecht, weil die halt, oder alle kommen später mit den kleineren Betten nicht zurecht, weil die halt nichts können. Die anderen, also hier diese Runden, die sollen besser sein ein bisschen, damit die sich besser erholen können. Und ja, die ganz Großen, ähnlich wie mit unseren Betten, sollen immer noch besser sein. Hast du jetzt gerade hier mit dem Bogen geschossen oder was? Ja. Eieiei. Was ist mit der Torte? Die dauert noch was. Dann würde ich sagen, dass wir die Torte hier AFK noch mal ein bisschen, die Torte ein bisschen einheizen lassen werden, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Der Dinosaurier schaut sich mal das Haus genauer an, habe ich so das Gefühl. Da mache ich mir noch ein neues Ei rein. Achso, das könnte ich noch mal eben schnell machen. Nee, der macht mein Armband, vergesse, aber was keiner sonst macht hier. Tue ich das noch rein? So, das dauert noch 6 Minuten. Ich wollte schon Sekunden sagen. Und dann... Ja, würde ich sagen, dass wir das Ganze dann in der nächsten Folge auf jeden Fall gucken werden. Da gucken wir dann mal, was aus dem Ei hinten rausgekommen ist. Dann schauen wir mal, was wir mit der Torte machen können. Das erkläre ich euch dann nochmal genauer. Und ja, was diese Torte damit zu tun hat, dass sie zwei glückliche Prals noch ein bisschen glücklicher machen soll.
Das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren, wenn ich dran denke, was ich heute gesagt habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Und ciao vom Epi. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.